ersten voll integrierten. Ja, muss man auch mal zeigen, wie ich finde. Wunderschöne Fahrzeuge, auch ein tolles Innen. Ist natürlich eine ganz andere Geschichte. 4 bis 5 Fahrplätze, noch mal schwerer. 7 Meter Länge. Und Hümer BMC 550, die White Line. Genau, so sieht er von außen aus, in voller Pracht. Aber wir laufen auch gleich mal rein. Kommt mal mit rein, ja? Kommt mal mit rein, genau. Oh, ja. Schön, dass Sie hier Treppenstufen hingestellt haben, dass wir uns nicht auf die Nase legen. Oh, sehr schöne Innenausstattung, sehr hell. Die L-Sitzgruppe. Ja. Auch mit dem Bänkchen hier nochmal. Das ist natürlich wirklich, das ist viel Platz. Es gibt sehr viel Platz. Ja. Die Küche auch, wie ich finde, sehr edel verarbeitet. Ich persönlich mag das sehr gerne, wenn die Küche auf der Seite ist. Schaut euch mal hier die Griffe an. Und den Platz in so einer, also das ist mal eine Topf- und Tellerschublade. Ja. Die hat mal eine ausreichende Tiefe. Ja. Auch mit Softclose natürlich, wo das machen sollte. Hier ist vielleicht noch so ein kleiner Mülleimer, nämlich genau, mal ein das Bio. Mülleimer. Ja, guckt euch das an. Also 3 Flammen hier, auch Gasherd, ne? Ja. Wo ist die Bierzündung? Ach, die haben sie hier. Die ist hier drunter direkt, auch sehr schön und sehr edel verarbeitet. Bei den meisten ist also das ja irgendwo sehr, eingearbeitet. Sehr, sehr schöne Armaturen haben sie. Unglaublich, auch nochmal ein riesen Kühlschrank. Das ist unser Kühlschrank. Das ist der, unser, den wir auch im Knaus haben. Genau, das ist unser Günni. Ja, Tedford. Bett ist ein Querbett, ne? Sieht jetzt zwar aus wie ein Längsbett, aber da passt längs keiner rein. Das ist ein Querbett. Ja. Ja. Oben drüber schöne Schränke, auch so, dass man sich den Kopf nicht stößt. Ich glaube, die würde ich passen, das müsste 2 Meter sein. Ja, wenn du quer liegst auf jeden Fall. Ne? So, dann gehe ich mal raus, damit du mal in die Toilette kommst. Ja. So, hier ist der Spiegel. Hallo, da bin ich. Oh, ja, das Bad ist schön. Komm, schau es dir auch mal an. Die Tür lässt sich ja weit ausschwenken. Ja. Genau, die Tür ist auch schön, auch mit den Haltern da nochmal. Also das Bad, oh, ja. Das ist Platz. Da ist Platz. Da ist Platz. Und hier ist auch schön gemacht. Finde ich hier wieder schön mit Plastik, kann man schön sauber machen. Kein Holz, das kann man zumachen. Okay, wie genau weiß ich jetzt nicht. Ich will hier auch nichts kaputt machen, beziehungsweise da, ich muss halt erstmal die Holzvertiefelung da wegmachen und dann geht das da auch da unten. Banktoilette. Banktoilette auch wieder von Tedford. Hier haben wir nochmal ein paar Schränke. Schränke drin. Ja, hier was ist ich auch immer eher schmal, sehr aber, finde, aber ist das Fenster ist gut. Hier oben. Genau, Fenster. Das ein Fenster in der Toilette ist, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ja, genau. Hier nochmal ein Spiegel innen in der Tür. Ja, innen nochmal ein Spiegel hier, genau. Schaut euch ihn an. Ja, schön. Schöne Toilette, ist okay, groß genug. Ja, erwartet man aber auch von den Vollintegrierten, dass er ein geräumiges Bad hat. Ja. Auch hier sind nochmal die Schränke, finde ich auch sehr schön. Mal ohne Leisten, sondern zum so aufmachen. Also ohne, dass da eine Griffleiste dran ist. Die Griffleiste ist innen. Die ist innen, das sieht sehr schön aus, finde ich. Gibt natürlich auch noch mal die Möglichkeit, dass man hier sich nicht stößt an irgendeinem an irgendeinem Griff. Hier noch mal. Also da ist wirklich Platz. Genau. Überall auch die Lichterleisten zu benutzen und wie USB. Man sieht, USB. Stecker. Ist ja heute auch hier das Fenster sehr maximal groß. Das finde ich ja bei den Vollintegrierten immer sehr schön, dass man denkt, ich sage immer, man sitzt im Aquarium. Ne? Ist so ein bisschen so, weil man wirklich extrem geile Fenster hat. Also das ist beim Fahren, wenn man durch Länder fährt und dafür macht man sowas, ist das wirklich sehr schön, wenn man einen ganz vollen schönes auch Dachfenster mit Beleuchtung, also richtig schön gemacht, also richtig schön groß auch. Ja, geräumiges Wohnmobil. Also richtig schön. Ja, hinten vorne halt die Aquarium-Sicht, die finde ich auch geil. Bei solchen. Hier haben wir auch den Fernseher im Übrigen, den lässt sich hier bestimmt ich irgendwie Ich habe gerade schon geguckt, ich will es nicht kaputt machen, aber man muss lieber den, glaube ich, rausziehen und dann quer. Ich habe es gefunden, hier einfach drücken. Ah ja, guck. Und dann kannst du ihn, und dann kannst ziehen du ihn und dann so. Genau, kannst du mal zeigen, genau, zeig's mal. Jetzt wird es ein bisschen so, da ist nochmal der Fernseher. Ja, und hier ist die Sitzgruppe, das heißt, hier kann man dann hervorragend Fernsehen gucken. Genau. So, dann mache ich mal wieder zu, mal sehen, ob du es noch mal so gut ich hinkriegst. Das hinkriege. Ja, das ist Vorsicht, jetzt die Frage. Arretiert, genau, das ist gut. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Die Frage, ob ich das hinkriege. So, genau. Und jetzt rein. Genau. Ein bisschen. Ja, perfekt. Aha. Gleich beim ersten Mal. Ja, Wolke, das ist ein gutes Zeichen. Genau, jetzt haben wir uns nochmal die Garage an. Genau, gut, das Übliche. Hier wird die Toilettenkassette drin sein. Ja, ne? Genau. Oh ja, die Garage. Ja, hier hat man Platz drin. Mit Außendusche.
Außendusche, ja, sehr viele schöne Regale schon von Haus aus verbaut. Also hier passen locker mal 3 Super 73 rein. Und hier würden wir auch natürlich das Bikeholder-System empfehlen, weil oben am Dach kann man das überall, also hier kann man das schön alles befestigen. Also das ist mal richtig schön. Was ich auch mittlerweile nach 3 Monaten und hat schon einen kleinen Boden. Ja. Nach 3 Monaten Camping-Erfahrung sagen muss, so wie Kleinigkeiten, ne? Sowas hier zum Beispiel. Wenn sowas von Haus aus schon drin ist, solche Sachen sind so wertvoll, weil man hier manchmal Dinge reintun kann, die man hier nicht suchen muss. So Dinge, die man halt immer braucht. Ne? Da finde ich, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist in der Innentür. Und man hat es drin und schmeißt die Tür zu und fertig. Genau. Sowas finde ich extrem praktisch. So, so sieht er von hinten aus. Ja, richtig schön. Haben sie recht schön gemacht. Also alles, auch oben die Kanten. Das Logo von Hümer auch schön in Silber gehalten. Das sieht sehr, sehr edel aus. Nehmen wir so hier nochmal von der Seite, nochmal von etwas weiter weg, dass ihr den etwas besser seht. Ja, ein richtig schönes Gefährt. Oben natürlich Thule-Markise, in Weiß gehalten. Satellitenschüssel hat er auch. Also ein richtig, richtig schönes Fahrzeug.